Servus zu einem neuen Wochenrückblick. Ja, ich fahre hier gerade schon wieder ein bisschen rum. Aber das ist jetzt gar nicht der Sinn der Sache. Sondern ich wollte ein bisschen wieder über meine Woche berichten. Nein. Okay. Aha, okay. Juhu, tot. Wird eine Pause. Egal. Genau. Am Montag kam ganz normal. Muss ein bisschen leiser machen, das ist ein bisschen laut. Ups, hingestoßen. Am Montag kam ganz normal Tank Monday wieder. Oder Tank Monday. Genauso wie am Freitag Blitzfreitag kam. Das ich glaube ich, jetzt sehe ich ganz falsch, nur kurz. Genau, das habe ich am Mittwoch aufgenommen, weil ich am Freitag den ganzen, bis zum Donnerstag, nicht so viel Zeit hatte und Freitag unterwegs, aber dazu später. Dann kam täglich Planet Coaster. So wie halt immer irgendwie gerade, also es ist langsam wirklich Standard. Damit da wirklich täglich Planet Coaster kommt. Wir haben auch ein bisschen was geschafft, das macht auch momentan immer sehr, sehr viel Spaß. Ich suche mal andere Haushalte nebenbei. Und ja, spiele es eigentlich momentan echt noch richtig, richtig gerne. Und wir werden jetzt sterben. Und ja, das ist klar gewesen. Naja, ja, sonst war jetzt nichts Besonderes hier bei mir auf dem Kanal. War ich immer dasselbe. Es kommt auch gerade nichts anderes. Es ist gerade wirklich langweilig. Ja, langweilig jetzt nicht ganz. Aber es kommt halt immer dasselbe bei mir. Ist momentan einfach so, ich komme nicht dazu, was Neues zu starten. Ich warte auf Vorhörner, dann wird das kommen. Des Öfteren. Ja, genau. So ist zumindest der Plan. Ich habe jetzt heute, wir haben heute Freitag, ich nehme jetzt heute schon den Wochenrückblick auf. Einfach weil ich morgen mit meiner mit der Fußballmannschaft unterwegs bin. Und das heißt, wir sind von der Früh um 9 Uhr geht's los. Da treffen wir uns den ganzen Tag unterwegs. Wir haben Winterwanderung, das heißt, wir gehen zu ein paar Leuten hin. Ja, ich sag's jetzt, wir trinken auch ein paar Bierchen. Danach kehrt man wo ein in der Früh noch und isst gibt's Weißwurst mit Brezen. Dann ja, geht's weiter, trifft man sie ein paar, geht zu ein paar Leuten hin, quatscht einfach. Das, ja, hat wieder wie Gaudi. Also ich hoffe, es morgen ist nicht zu nass, also damit es halt Schnee gibt. Vielleicht gibt es auch wieder Schneeballschlachten oder was, aber jetzt wird wieder immer eingesäuft. Das ist immer am lustigsten gewesen. Und ja, am Abend geht man dann wo ein, isst was und ja, verbringt dann noch ein bisschen Abend. Wahrscheinlich machen wir noch ein bisschen Party. Deswegen kann ich morgen kein Wochenrückblick aufnehmen, beziehungsweise gar nichts aufnehmen wahrscheinlich, weil ich nicht weiß, wann ich heimkomme und wie fit ich dann noch bin. Kommt jetzt drauf an. Müssen wir schauen. Deswegen habe ich heute am Freitag noch Tank Monday aufgenommen. Da habe ich fast 20 Minuten, ich glaube 17 Minuten lang über meinen heutigen Tag geredet, wo ich jetzt dann auch ein bisschen was berichten werde. Und ja, jetzt den Wochenrückblick, wo jetzt wieder fahr und dabei quatsche, daher laber. Der Labertag könnte ich auch nachhin. Naja, egal. Nee, ich will schon Wochenrückblick. Das ist ja ein bisschen wirklich der Rückblick von meiner kompletten Woche. Was ich so erlebt habe, was YouTube erlebt hat. Oder was mein Kanal so erlebt hat. Naja, wie gesagt, es kommen nicht viele verschiedene Videos hier auf dem Kanal. Aber egal. Genau, das war so der Plan vom Samstag her. Bin gespannt, wie der wird. Kann ich dann frühestens beim Video vom Sonder, wo ihr am Sonder wieder offen sagen. Also im Laufe der nächsten Woche werdet ihr es erfahren, auf jeden Fall bei irgendeinem anderen Video. Ja, und dann habe ich vor, am Sonder mal Projektarbeit zu machen, also am Abend aufnehmen und am Tag Projektarbeit machen und was zur Schule und so. Ich hoffe, das haut diesmal hin. Ich hoffe es doch. Ja, damit ich mich wieder irgendwie ablenken lasse von Spielen oder von irgendwas anderem. Videos schauen, YouTube-Videos, Animes. Ja. Nein, mal schauen. Lass uns mal überraschen, aber ich habe es vorgenommen. Diesmal werde ich es auch wirklich durchziehen. Genau.
Aber ich wollte was zu meinem Freitag sagen. Am Freitag war ich bei KUKA und habe den Roboterschein gemacht. Es ging so von 8 bis um 4 waren wir bei KUKA in Augsburg und haben da den Schein gemacht. War richtig cool. Ich würde ja gerne ein Video einblenden, was wir in den Roboter gemacht haben, wie wir den eingestellt haben, das Programm halt, wie der läuft. Aber das hat ein Kumpel gemacht, ein Klassenkamerad. Und er hat mir zwar gesagt, er schickt zwar zu, aber hat es halt nicht zugeschickt. Also gibt es dieses Video nicht. Tut mir leid. Ist ja auch wirklich nur ganz kurz gewesen, weil ich will nicht zu viel zeigen. Es ist ja immer ein Eigentum von KUKA. Aber zumindest mal ein bisschen zeigen, was da so gemacht wird. Und ich muss echt sagen, es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ich schaue gerade so auf meine Temperatur von meiner zweiten Grafikkarte. Und da bin ich jetzt bei 71 Grad. Ich muss mir irgendwas überlegen. Die wird viel zu warm. Naja, egal. Wo bin ich jetzt stehen geblieben? Ach genau, KUKA. Ja, wir sind da hinkommen und bei uns war heute so richtig bescheidenes Wetter. Es war so windig. Erst wenn wir nach Augsburg gefahren, mir hat das Auto immer wieder hin und her, also so Schlangenlinien bin ich noch nie gefahren. Es war echt übel. Und dann auch noch, ja, wir sind da dann zu KUKA rein, der Haupteingang. Und wir mussten uns da wirklich hochkämpfen, weil das war so windig. Wir haben, das war echt übel, wir sind wirklich gebuckt dagegen gelaufen mit aller Gewalt. Und, Alter, übel. Aber es war ein sehr schöner Tag. Ich habe einiges gelernt und ich kann es wirklich nur empfehlen, wenn ihr mal die Chance habt, irgendwie sowas zu lernen, wenn es euch interessiert und ihr wirklich die Chance habt für irgendwas, macht es. Macht es einfach. Macht sowas mit, das nimmt euch keiner mehr, das Wissen. Und die Erfahrung und alles. Also es war wirklich cool, da zusammen mit meinem Klassenkameraden, wir haben zu zweit da einen Roboter programmiert und das war mega. Also, es war wirklich richtig, richtig cool und jetzt sind wir schon wieder an die Grenze. Die Strecke sind wir jetzt gerade gefahren und ich habe gelabert. Bruder. Ja, es war wirklich richtig, richtig cool. Ja. Das Einzige, was halt war, ist damit, ja, damit es nur ein Tag war und ich schaue gerade nur, was wir so machen könnten. Aber wir fahren doch da hinten einfach jetzt mal runter. Und doch nicht fahren. Und ja, das war halt jetzt, ja, schade. Er hat schon gesagt, eigentlich ist es so kurz von einer Woche. Aber wir haben das jetzt an einem Tag gemacht. Aber war trotzdem richtig cool. Mit Projekt, wir haben dann eine Aufgabe geschrieben. Und also, was war das jetzt? Und ja, mussten halt auch eine kleine Prüfung schreiben. Muss ja irgendwas sein, damit man was nachweisen kann, damit man ein Zertifikat haben. Aber war echt cool und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht kommt es wirklich jetzt so, damit ich gegen einen Verletzten verbringe. Ja. Damit ich am Sonntag, Sonntag ist es schon bei World of Tanks, habe ich da mir verblabbelt, im September noch einen so einen Kurs machen kann. Der geht dann eine Woche, wird uns auch von der Schule angeboten, wie jetzt der jetzige. Und ja, mal schauen. Wäre auf jeden Fall interessant und nice, wenn man den irgendwie dann mitmachen könnte. Davon ist schon die Grenze. Naja, da fahren wir jetzt einfach mal noch hinter und dann schauen wir mal. Ja, wäre auf jeden Fall schön. Mich hat es echt interessiert. Es wäre auf jeden Fall was, was man vorstellen könnte, mal beruflich zu machen, so Roboter programmieren. War cool. Wir haben da ja Tool holen, Tool zurück tun, also Werkzeug holen, Werkzeug zurückbringen, eine Bahn mit abfahren und ja, war echt cool. Hat mir Spaß gemacht, hat mir sehr gefallen. So, jetzt sind wir wieder bei 10 Minuten angekommen. Ich will euch hier nicht zu viel labern. Ich fahre eh nur irgendwie hier blöd rum. Ich glaube, ich muss wirklich mal wieder
aufnehme so und dann dazu labern. Ich habe schon das letzte Mal gesagt, aber irgendwie komme ich momentan nicht so wirklich dazu. Naja, deswegen muss es einfach so sein. Ach, der. Ah, da macht der sogar Fahr. Cool. Ja. Ups. Naja. Ich werde jetzt auf jeden Fall ein bisschen Schluss machen. Werde es noch duschen gehen, damit ich fit bin für morgen, weil um 8:40 Uhr werde ich wieder cold. Ja, wir haben jetzt 21:47 Uhr. Werde mir jetzt so ein Anime anschauen und dann mich hinlegen. Und am Sonntag dann das Video für euch wahrscheinlich. Also wenn jetzt am Samstag, beziehungsweise am Freitag kam ja das Video relativ spät. Wir fahren mal runter zur Kirche. Weil ich bis um 17 Uhr Timecom bin. Und dann sind die Videos etwas spät gekommen. Tut mir leid. Und Samstag kann es natürlich auch sein, damit das Video erst am Abend kommt oder Nacht. Weil ich noch nicht weiß, wie ich heimkomme. Ich weiß wirklich noch nicht wann und wie. Irgendwann abends oder sogar nachts. Ich kann es nicht sagen. Und unterwegs dann mit dem Handy Video freischalten. Nee. Ist ein bisschen bescheiden. Vor allem im Internet ist immer kacke und meine Kumpels wissen nicht, damit ich so welche Videos mache. Naja, alles gut. Dann wünsche ich euch vor der Kirche noch eine wunderschöne kommende Woche und einen schönen Winter. Genau. Weil es soll jetzt eh so viel schneien. Ich bin gespannt. Könnt ihr mir mal was sagen? Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie viel Schnee es bei euch hat. Bei uns ist jetzt momentan alles weg, hat aber heute schon wieder ordentlich geschneit. Ich werde es, glaube ich, auch mal messen. Vielleicht sogar mal ein Foto machen. Naja. Wenn ihr mehr über Kuka erfahren wollt, wo ich war, einfach mal das Video morgen anschauen. Denk mal, ey, da habe ich ziemlich lange darüber geredet. Oh ja. Naja. Vielleicht kriege ich auch noch einen Blank Coaster wieder einmal drüber. Mal schauen. Aber in dem Sinne, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Servus.